Fette Grüße und herzlich willkommen hier bei Hot O Gaming, heute wieder mit Paper.io 2. Ich habe das Spiel schon mal gezeigt und eigentlich ist es jetzt nicht so gut, dass man sagen kann, man zeigt noch mehr von dem Spiel, vielleicht auch doch, aber ich habe eine neue Variante gefunden, die gefällt mir eigentlich ganz gut, und zwar ist es dieses World Conflict. Da geht es darum, dass sich da Länder gegenseitig bekämpfen und wir schauen einfach mal rein. So, und zwar, jetzt nicht wundern, warum da jetzt eine tschechische Fahne und Prag als Hauptstadt ist. Es ist so, dass ich das nicht umgestellt habe und da ich hier in Prag wohne, beziehungsweise in Tschechien wohne und in der Nähe von Prag und hier die Aufnahmen auch alle in Prag gemacht werden, habe ich mich dazu entschieden, bei dem Spiel einfach bei Prag dabei zu sein. So, und der Unterschied ist jetzt der: Man sieht diese Hauptstadt in der Mitte und da entstehen Punkte. Also es geht hier jetzt nicht mehr so um die Prozente. Zwar hat man noch die Mappe, also die gesamte Mappe rechts unten, die man sehen kann. Aber es geht nicht mehr so um die Prozente, sondern es geht um Punkte, die man erreicht. Und Punkte kann man auf mehrere Arten erreichen. Einmal, man killt die anderen. Das ist eine ganz gute Sache, aber das ist ja schon bekannt. Man erweitert sein eigenes Territorium. Na, das sind weitere Punkte, die fließen alle in diese Hauptstadt und da werden sie aufgezählt. Und das nächste ist, was ganz gut ist, wenn man Gegner killt, beziehungsweise, und das ist das Neue daran, die Hauptstädte der Gegner einnimmt. Ich versuche das hier einfach mal. Ups, ich hoffe, dass ich nicht drauf gehe. So, ich kill. Oh. Ja, so schnell kann es gehen in dem Spiel. Ups, ist man dahin, gleich nochmal probieren. So, Werbung rausgeschnitten, nochmal geht's los. Also habe ich jetzt nicht gerade viele Punkte geschafft. Ihr seht, mein Bestes an Punkten war 1112, was in meinen Augen schon relativ viel ist. Und ich will euch aber die Variante zeigen, was da so neu dran ist. Und zwar kann man den Gegner vernichten, nicht nur indem, dass man seine offene Linie kreuzt, sondern man kann sich auch die Hauptstadt einverleiben. Das wäre jetzt beinahe in die Hose gegangen. So, jetzt schnappe ich mir seine Hauptstadt und damit ist er futsch. Und die ganzen Punkte, die er hatte in dieser Hauptstadt, kommen zu mir. Sind aber noch nicht in meiner Hauptstadt, sondern erstmal in diesem Manschkerl, mit dem ich rumfahre, in dem Schild. Und erst wenn ich in Nähe meiner Hauptstadt komme, wie man gerade gesehen hat, werden diese Punkte auf meine Hauptstadt übertragen und zählen damit zu meinem Punktestand. Dann ist es noch so, dass die Punkte der verschiedenen Spieler von den verschiedenen Ländern irgendwie zusammengezählt werden. Ich weiß nicht, wann da auf Null gestellt wird. Außerdem scheint es mir auch so zu sein, dass es sich da um Durchschnitte pro Stunde oder so handelt. Ich weiß es nicht, was genau da, wie das genau gezählt wird. Komme ich vielleicht noch dahinter. Die eigenen Punkte werden auch zusammengezählt. Auch da wird irgendwann wahrscheinlich genullt. Vielleicht jeden Tag um 12 oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So genau habe ich mich da nicht reingelesen, aber die Variante gefällt mir doch ganz gut. Ha, Frankreich. Es ist immer besser, die Hauptstadt zu erobern, normalerweise, weil dort mehr Punkte sind. Weil diese Punkte, die man kriegt, wenn man die Linie vom anderen überfährt, sind nur die Punkte, die er aktuell dabei hat. So, ich habe meine gerade wieder abgegeben. Das heißt, wenn er jetzt mich überfährt, kriegt er relativ wenig Punkte, der Gegner. Und immer wenn ich über seine Flächen mir was hole, kriege ich auch nochmal Punkte direkt zu mir, die ich dann abgeben kann. Oh, 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 das ist die Nummer 1. Das würde sich lohnen. Ich habe leider nur die Punkte, die er dabei hatte, bekommen. Also nicht diese 175 Punkte, die da waren, sondern nur die knapp 30 Punkte, die er dabei hatte. Schade, schade. Aber 30 Punkte auf jeden Fall nicht schlecht. Wir geben sie ab. Hier macht es auch Sinn, kreisförmig um seine Hauptstadt, seine Ländereien zu erweitern, weil damit steigt natürlich für jeden, umso weiter das ist, steigt natürlich das Risiko für jeden, der diese Hauptstadt erobern will, ne, der muss dann erstmal durch dein Land fahren. Ne? Und das ist natürlich gefährlich, weil große Fahrten, großes Risiko. Das wollte ich gerade sagen, das hat er jetzt auch gerade gemerkt, aber der hat es gerade noch geschafft. Und hier holt man sich dann, versucht man sich eben, wie gesagt, auch die, und versucht nicht selber dabei hops zu gehen. So, jetzt ist der baden gegangen. Jetzt sind wir schon auf der Rangliste die Nummer 1. Kann sich aber relativ schnell ändern. Es reicht ja, wenn die Nummer 3 zum Beispiel die Nummer 2 auffrisst, also die Stadt erobert, dann haben die ja schon automatisch mehr Punkte als ich. Das heißt, das kann sich schnell ändern. Ne? Also wenn man hier viel
im aggressiven Bereich unterwegs ist, also, hoppala, war das knapp, das war knapp. Wenn man viel in dem Bereich ist, dass man anderen hier an den Karren fährt und vor allem versucht, die Hauptstadt zu erobern, was immer mein Ziel ist, weil mehr Punkte. So, dann macht man einen Ausfall, zack, und schon ist er weg, komplett, hat wahrscheinlich damit nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob die Leute das noch nicht wissen, ich weiß auch nicht, wie lange es diesen Modus schon gibt. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr amüsant, also mir gefällt der Modus sehr gut. Immer ein Auge haben auf die Mappe unten, weil da sieht man auch, wenn sich jemand der Hauptstadt nähert einfach. Ein Abonnent bzw. ein Zuschauer hat mir noch geschrieben, bei dem anderen, die Mappe blinkt immer rot, wenn einer ins Gebiet eindringt. Das stimmt, das habe ich nachvollziehen können. Aber hier versuchen die Leute auch immer ein Stück abzuknabbern, bevor sie so eine lange Strecke in die Hauptstadt gehen. Man sieht auch nicht auf der Karte, wo die Hauptstadt des anderen ist. Zumindest habe ich noch keinen Hinweis dafür gefunden, wo ich sehe, wo von anderen eine Hauptstadt ist. Weil sonst könnte man ja, also wenn der relativ groß ist, was ich jetzt zum Beispiel hier schon bin, da könnte man ja zielgerechter auf die Hauptstadt zufahren, weil es macht ja Sinn, ne? Abu Dhabi hier unten. Auch ein Ort, wo ich gern mal hin möchte. Nicht nur in dem Spiel jetzt. Dubai war ich schon, es war wunderschön, hat mir gefallen, war echt gut. So, haben wir einen Haufen Punkte wieder. Immer wenn man viele Punkte hat, macht es Sinn, kurz zur Hauptstadt zurückzufahren und die einzusammeln, eins abzugeben, weil das Risiko wäre zu groß, die zu verlieren. Und so, komm, City. Haben wir Mexiko mitgenommen. Schon wieder blinkt die Karte rot. Das heißt, irgendjemand knabbert irgendwas an mir ab. Meinem Land, so geht's nicht. Und da waren wir zu gierig, haben versucht, Helsinki noch mitzunehmen. Schauen wir mal, wie gefällt euch dieses Spiel? Bis zum nächsten Mal. Fette Grüße, euer Hotto. Ciao.